Ein Wurmdieb, ein weiterer aus Deutschland. Und wie ihr immer geile Tauwürmer habt, richtig geile Köder, um auch die Kosten ein bisschen im Zaum zu halten. Denn bevor ich jetzt die Route nachlege, werde ich die natürlich nachbeködern. Da kommt schon einiges zusammen. Will ich euch in diesem Video einige Tipps und Tricks mit an die Hand geben für eure eigene Wurmzucht. Nachwuchskategorie. Viel Spaß mit dem Film. Vor der Tour ist nach der Tour. Ja, nach dem Mini und ein Philbis, den ich da noch gekriegt habe, bin ich nach Hause und nutze jetzt endlich mal die Zeit, denn ich habe da wirklich relativ oft Anfragen, sei es auf Messen, über Instagram, wie auch immer, über diese Wurmzucht. So, und als allererstes, das kann ich mal im Keller machen, bevor es für mich weitergeht auf Tour. Was braucht ihr? Ihr braucht ein großes Behältnis und das Ganze zweimal. Ich hatte früher immer zwei große Farbeimer, die irgendwo übrig geblieben sind. Die kann man dafür auch nehmen. Stellt man übereinander, ist dasselbe Prinzip. Aber jetzt natürlich habe ich für euch heute mir aus dem Baumarkt, auch für kleines Geld, das hat insgesamt jetzt 15 Euro gekostet, mit Blumenerde, großen Behältnis gekauft. Dazu zwei Deckel, weil ich das mittlerweile fast besser finde. Meine alte Wurmzucht habe ich verschenkt, weil ich dieses Jahr ja so gut wie nie draußen war. Aber nichtsdestotrotz, ich lege mir jetzt wieder eine an für den Winter und ihr könnt das gleich zu Hause Step by Step nachmachen. Und in der kommenden Woche gehe ich dann nochmal raus, beziehungsweise morgen geht es ja schon weiter. Und dann teste ich auch nochmal die Würmer gleich an. So, was braucht man denn alles? Ihr braucht nicht viel. Ihr braucht einen kleinen Akkuschrauber, ihr braucht ein bisschen Vlies, Pappe braucht ihr. Wie gesagt, Behältnis. Nehmt am besten Eimer, entweder die, die ihr über habt. Diese Farbeimer eignen sich dafür sehr gut. Am besten natürlich auswaschen, ganz klar. Und dann kommen wir gleich zu den einzelnen Arbeitsschritten. Dafür stelle ich die Kamera mal weg, dass ich die Hände frei habe. Und bevor es soweit ist, vielleicht noch, weil ich ihn da hinten schon aufgestellt habe, ich denke, bei euch ist wahrscheinlich genauso ein Chaos wie bei mir zu Hause. Hier unten der große Motor, die Batterien laufen schon wieder, aber die werde ich jetzt nicht brauchen. Sprich den Motor, weil ich jetzt nur noch kurze Session habe. Adventskalenderzeit, es ist bald wieder soweit. Man möchte es nicht glauben, wie schnell das Jahr vorangeschritten ist. Und der Raubfischkalender ist schon draußen, wie der Welskalender natürlich auch. Mega geile Sachen da drinne. Ihr habt wirklich alles, was ihr braucht zum Ballerangeln in einen Kalender und das für einen relativ geringen Verkaufspreis von knapp 100 Euro. Dazu wird von dem Preis, den ihr bezahlt, einen Euro jeweils gespendet für eine gute Tat. Auch das ist mir immer wichtig. Die ganzen Baller-Workshops im Laufe dieses Jahres, die stattgefunden haben, bei Gerlach, in Kassel, Pulsnitz und so weiter und so fort. Erstmal vielen Dank nochmal, dass ich dort sein durfte. Auch dort ist immer Geld für einen guten Zweck zusammengekommen. Nicht für mich, sondern immer für eine Sache, die die jeweiligen Angelhändler dort unterstützt haben. Eine coole Sache, wie ich finde. Und der Kalender natürlich auch. Geht der eine Euro von jedem verkauften Kalender an eine gute Sache raus. Finde ich gut. Und natürlich auch immer ein bisschen Spannung. Verkürzt die Zeit auf das Weihnachtsfest. Und wir starten jetzt mal durch hier mit unserer Wurmzucht. Okay, wie gesagt, ich habe mir diesmal im Baumarkt für euch, um das besser zu zeigen, mal so einen Blumenkübel gekauft mit einem passenden Deckel. Der Deckel ist wichtig, ihr könnt auch so Gittereinsätze kaufen. Das ist eigentlich auch nicht schlecht, aber dann habt ihr keinen Deckel drauf. Deckel ist natürlich wichtig, damit die Würmer nicht nach oben rausklettern können. So, und nach unten hin nehme ich das quasi als Ablage.
Das ist auch relativ wichtig, denn die Würmer haben natürlich Ausscheidungen und so. Wenn die da lang drin sind, nimmt der Boden das auf und die Würmer würden quasi an ihren eigenen Mist ja, draufgehen. Das Ganze natürlich irgendwo kühl lagern oder ich sag mal am besten in den Keller irgendwie so, wenn ihr da die Möglichkeit habt. So, und jetzt machen wir nichts anderes wie Löcher. Das ist natürlich dann dafür da, dass das Abwasser von den Würmern nach unten hin abgeleitet wird. Dann macht ihr einfach ein paar in den Deckel rein. Wie gesagt, ein paar Löcher oben und vor allen Dingen unten auch rein. Das müssen jetzt auch nicht so viele sein. Aber geht halt wirklich darum, dass da was ablaufen kann. Als nächstes nehme ich mir immer gerne so ein Stück Vlies damit rein. Das habe ich jetzt eh noch übrig vom Malen. Und da schneide ich mir jetzt einfach so ein bisschen und lege das im Rand jetzt aus. So, den legt man jetzt schön damit unten rein. Auch das Ganze, auch wie das Thema Löcher, wie gesagt, ihr könnt da natürlich viel, viel mehr reinmachen, ganz klar. Aber wie ist es? Der sogenannte Vorführeffekt. Der Akku, mein kleiner Bohrer ist ziemlich platt. Deswegen werde ich die Löcher im Deckel dann noch nachziehen, noch ein paar reinmachen, wenn der wieder ein bisschen Saft hat, der Akku. Aber ihr wisst, wie es läuft. Das ist im Prinzip fast schon alles. Dann kommen wir gleich nochmal zum anderen wichtigen Punkt. Thema Erde, Thema Futter, Thema Kühlen. Wichtig ist natürlich, ihr dürft auf der einen Seite da keine Wunder jetzt erwarten. Also, dass ihr jetzt da ein paar Taubwürmer reintut und nächste Woche ist das Ding dann voll. So läuft es natürlich nicht. Ihr müsst da genauso hinterher sein wie bei normalen, auf Deutsch gesagt, Haustieren auch. Also nicht einfach nur sich selbst überlassen. Da gehört schon ein bisschen Arbeit jetzt dazu. Das Vorbereiten geht schnell. Wie gesagt, für mich heute natürlich ein Krampf, weil mein Akku wieder leer ist. Aber die paar Löcher, die sind dann auch schnell gebohrt. Mehr ist es nicht. So, und jetzt mache ich als allererstes ein bisschen Blumenerde dazu. Ganz normale, das ist jetzt auch alles kein spezielles Gemisch oder so. So, auch nicht ganz zu voll, klar, damit die nicht zu leicht nach oben rauskommen. Jetzt kommen natürlich die ersten Bewohner. Tauwürmer können dann natürlich suchen, gerade nachts. Viel Tau, immer eine sehr gute Phase, um an Würmer zu kommen. Da mit dem Spaten mal unterwegs sein, ein paar Meter machen, gerade jetzt im Herbst, im Frühjahr, und tu die dann da rein. Oder auch gekaufte, klar. Tu die dann alle da rein und gießen. Wie sieht es mit Futter aus? Futter können da immer mal ein bisschen was reintun, da aber nicht zu viel. Also das ist kein Komposthaufen. Da habe ich früher immer den Fehler gemacht und habe da viel zu viel rein. Kaffeesatz und all so Zeug meide ich heute. Da kommen später ein paar Apfelschalen dazu. Da kommen Zeitungsschnipsel dazu, die zersetzen sich. Und auch das nehmen die Würmer auf. So, und dann, wie gesagt, was wir schon mal kurz hatten, erwartet jetzt nicht die Wunder, dass da nächste Woche 500 Stück drin sind. Drum kümmern, regelmäßig feucht halten, immer mal auch aussortieren. Auch das kann passieren. Alles, was dann oben drauf liegt und sich nicht mehr fällt, wird aussortiert. Feucht halten, da sind wir gleich bei einem anderen wichtigen Punkt. Feucht halten. Ihr könnt mit diesem Wasser, also das ist jetzt ganz normales Regenwasser, auch experimentieren. Und was heißt experimentieren? Ihr könnt einfach mal, ich habe es jetzt leider für euch hier nicht da, aber ihr könnt einfach mal in das Wasser ein bisschen Lachsöl dazu tun, zum Beispiel. Das gibt es in Drogeriemärkten wirklich für kleines Geld zu kaufen. Jetzt machen wir erstmal den Boden einigermaßen feucht, aber auch nicht zu sehr. So, das reicht schon.
So, und die Würmer, das dauert jetzt ein bisschen, weil die habe ich gestern erst organisiert, beziehungsweise sind die in dem Ding jetzt 2 Paare im Auto, so ist richtig. So, hier oben mache ich noch was drauf, sicher ist sicher. Hol mir jetzt noch ein bisschen Zeitungspapier, das mache ich damit oben drauf, gieße das Ganze dann nochmal. Und das ist im Prinzip schon alles, dass das nach unten hin ablaufen kann. Auch dazu nochmal, kleiner Tipp, wenn ihr dann später ans Wasser geht, habe ich immer so eine kleine Kühltasche dabei. Dann einfach Styroporboxen aufheben, da ein bisschen was raus tun und hier am besten dann gerade im Sommer mit Kühlakkus da dann rein tun. Weil das Problem ist, wer sie nur in diesen Styroporboxen hält, die Würmer, und du die dann in den Kühlschrank, sind das ca. 3, ja vielleicht auch mal 4 Wochen, wo die fit bleiben, aber ansonsten kippen die da drin sehr schnell. Ja, das war's schon. Wie gesagt, ihr könnt da natürlich verschiedene Behältnisse nehmen oder Behälter. Große, kleine, wie auch immer, mehrere kleine, einen großen. Aber ganz so groß finde ich nicht so cool, weil ihr müsst ja unten auch mal irgendwann wieder rankommen. Das nächste ist den Fehler, den ich früher gemacht habe. Ich habe das als Komposthaufen verwechselt, viel zu viel Essensreste rein. Mittlerweile nur noch ein paar Apfelschalen, das langt. Wie gesagt, danach gucken, dass das feucht ist. Und mit der Feuchtigkeit ist es am wichtigsten, dass die nach unten hin ablaufen kann. Alle Ausscheidungen von diesen Würmern. Das ist der wichtigste Punkt eigentlich bei dieser ganzen, wie man es auch verkaufen will, Wurmzucht, Wurmaufbehältungsmöglichkeit, wie auch immer. Und dann war es das eigentlich schon. Immer mal danach gucken, bisschen gießen. Wie gesagt, da kann man den ein oder anderen Lockstoff damit reinmachen. Das fand ich immer eine ganz coole Sache. Habe ich jetzt aber aktuell nicht da, ist aber auch nicht so schlimm. Ich habe jetzt noch ein paar Würmer für die kommende Session und dann geht es für mich in Italien weiter. Und zu Hause bereite ich mir natürlich dann auch schon alles vor. Die doppelten Rotationsblätter mache ich da drauf, Rasseln mit rein. Und da bastel ich immer hier ein bisschen, bereite mir alles vor, damit es das nächste Mal im Wasser nicht so stressig wird. Und draußen gibt es noch den einen oder anderen Tipp. Ein wichtiger Tipp natürlich noch, ihr nehmt euch die Würmer wieder mit nach Hause. Das sehe ich ganz oft, dass die Leute die nach dem Angeln wegwerfen. Die haben wir gestern ausgelegt, die Montage. Hat mir leider keinen Wels gebracht, aber ich schmeiße die Würmer nicht weg. Ich tue die mir jetzt wieder in den Eimer, tue die zu Hause in meine Wurmzucht und gucke jeden Tag nach. Alle Würmer, die fit sind, die wieder kommen, verkriechen sich in der Erde. Alles, was oben drauf liegen bleibt, sortiere ich aus. Die sind dann gestorben. Aber hier, seht ihr, da ist noch einiges an Leben drin. Die nehme ich mit nach Hause. Ich hoffe, ich hatte den ein oder anderen wertvollen Tipp für euch mit dieser kleinen Wurmzucht. Probiert es einfach mal aus, um die Kosten ein bisschen zu reduzieren. So, die haben mir leider nichts gebracht, aber vielleicht beim nächsten Ansitz. Bis dahin, alles Gute, euer Benny. Ciao.